Ein Arboretum ist eine Sammlung verschiedenster, oft auch exotischer Gehölze. Ein Mammutbaum, wie wir ihn hier haben, ist gut an trockene Standorte angepasst. Leider trifft das auf viele unserer heimischen Baumarten nicht zu. Das Waldsterben ist ein großes Problem. Welche Auswirkungen der Klimawandel auf den Wald und auf den Menschen hat, erfährt ihr im nächsten Beitrag. Hallo, mein Name ist Norbert Kunert und ich bin Forstwissenschaftler am Institut für Botanik der Universität für Bodenkultur in Wien. Heute bin ich hier mit euch in dem Wald, in dem ich auch als Kind bereits gespielt habe. Früher sah der Wald ein bisschen besser aus, da gab es nicht so viele tote Bäume. Und das ist etwas, was man eigentlich heute überall in jedem Wald fast beobachten kann, dass die Bäume wie hier absterben. Man spricht bereits hier von einem Waldsterben 2.0, was wiederum von dem Menschen verursacht wurde. Früher in den 80er Jahren gab es bereits ein Waldsterben aufgrund des sauren Regens. Heute ist der Auslöser ein anderer, und zwar der Klimawandel. Ich denke, vom Klimawandel hat bereits jeder gehört. Ich möchte euch trotzdem kurz noch erklären, was da so passiert. Dafür gehen wir in etwa 200 Jahre zurück, und zwar in die Zeit, als es noch keine großen Industrien gab, welche massenhaft fossile Brennstoffe genutzt haben. Damals gab es auch weltweit sehr große, ausgedehnte Wälder, die Kohlendioxid gespeichert haben. Auch war damals die Atmosphäre ein bisschen anders zusammengesetzt als heute, und zwar enthielt sie nur in etwa 280 ppm Kohlendioxid. ppm, das sind Parts per Million, und das ist eine sehr unhandliche Einheit, wie ich so sage. In Prozent ausgedrückt wären das nur etwa 0,028%. Das hört sich sehr wenig an, doch diese Konzentration an Kohlendioxid sorgte für einen natürlichen Treibhauseffekt. Das heißt, dafür, dass Energie, welche durch Sonnenstrahlen auf die Erde fällt, in der Atmosphäre zurückgehalten wurde. Und das hat die Erde auf durchschnittlich so etwa 14 Grad erwärmt. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt wäre es bei uns sehr kalt, also ohne Kohlendioxid. Und zwar wäre es dann nur im Durchschnitt minus 18 Grad warm. In den letzten 200 Jahren haben wir nun immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen, sodass die Konzentration mittlerweile bei 0,042% liegt. Das bestärkt den Treibhauseffekt in der Atmosphäre und führt zu dem Klimawandel. Diese globale Erwärmung, die wir spüren, beeinflusst auch, wie viel und wann Regen fällt. Es kommt zu extremen Dürren und auch zu Hitzewellen. Viele unserer heimischen Baumarten sind an diese Hitze- und Trockenstresssituationen nicht angepasst. In vielen Wäldern sterben daher, wie hier, viele Waldbäume wie Fichte oder auch die Kiefern und Buchen. Vor allem die letzten zwei sind auch in den letzten Jahren sehr stark betroffen, und man hatte davon, von diesen eigentlich gedacht, dass die sehr resistent im Klimawandel wären. Diese Baumarten waren bis jetzt immer sehr wichtige Rohstofflieferanten. Und wenn ihr euch mal umseht, was bei euch daheim alles aus Holz ist, dazu zählt zum Beispiel auch Papier, dann werdet ihr merken, wie wichtig diese Baumarten für uns eigentlich sind. Mit meiner Arbeit an der BOKU versuche ich nun herauszufinden, warum die verschiedenen Baumarten sterben und welche Baumarten man in Zukunft noch bei uns anpflanzen kann. Besonders interessiert mich, wie widerstandsfähig die verschiedenen Baumarten gegenüber Hitze und Trockenstress sind. Dafür schaue ich mir zum Beispiel an, ab welchem Trockenstress die Bäume welken und sich von diesem Trockenstress nicht mehr erholen können. Das kann man zum Beispiel mit so einem Gerät machen. Das ist ein Osmometer, und ich kann osmotische Potenziale in Pflanzenzellen messen. Diese sorgen dafür, dass Wasser in die Zellen strömt und einen Druck aufbauen und somit für die Festigkeit der Blätter sorgen. Bei Trockenstress ist dieses osmotische Potenzial nicht mehr ausreichend und die betroffenen Zellen welken. Über dieses Potenzial kann man dann abschätzen, wie gut die Baumart mit Trockenstress zurechtkommt. Weltweit habe ich mit dieser Methode bereits Informationen zu über 300 Baumarten gesammelt. Eine dieser Baumarten wird hoffentlich
auch bei uns in Zukunft in den Wäldern noch wachsen können. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt und bin schon mal gespannt auf eure Fragen. Servus, bis gleich. Und da sind wir wieder. Und hier bei mir ist jetzt der Herr Norbert Kunert. Hallo Herr Kunert, schön, dass Sie da sind. Hallo, servus. Servus. Und auch wieder mit dabei die Alice von der Studienvertretung. Hallo Alice. Hallo. Und auch natürlich wieder die Theresa von Book4You. Und ja, noch einmal, schreibt alle eure Fragen in den Chat. Aber wie gesagt, ich sehe eh, ihr schreibt fleißig und das freut uns natürlich sehr. So, womit fangen wir denn mal an? Vielleicht mal eine recht allgemeine Frage, und zwar an dich, Alice. Eine Frage aus dem Chat. Ich interessiere mich für Umweltschutz, Klimawandel, Botanik, Tiere und so weiter. Bin ich dann in diesem Studium richtig? Es hört sich bisher sehr technisch an. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, absolut, absolut richtig. Natürlich ist Technik auch ein Teil des Studiums, aber ja, es ist das Schöne auch, dass man da so eine, breit gefächerte Basis hat im Studium. Sieht man dann im Endeffekt nach dem Bachelor, dass alles zusammenhängt und dass jedes Fach einen Sinn hat in diesem Studium. Also auch wenn es technische Teile gibt, die vielleicht etwas abschreckend sein können am Anfang, würde ich sagen, dass es absolut kein Hindernis. Und ja, es haben schon so viele Leute vor dir geschafft, kann ich diese Person sagen. Ja, perfekt gesagt. Und ich würde sagen, auch allgemein, wer sich für Umweltschutz und Klimawandel interessiert, ist auf jeden Fall an der BOKU richtig. So, schauen wir mal. Ich sage so viel an. Alice, würdest du sagen, wir haben ja momentan ein eher turbulentes Jahr und Exkursionen finden ja jetzt nicht ganz so leicht statt. Kannst du es vielleicht ein bisschen erzählen? Finden diese momentan vielleicht trotzdem statt oder gibt es Alternativprogramme? Also im Wintersemester, da gab es schon noch Möglichkeiten bis zum ersten Lockdown, dass Exkursionen stattgefunden haben, natürlich mit gegebenen Vorsichtsmaßnahmen. Also wenn eine Exkursion stattfindet, jetzt auch im Sommersemester, da gibt es natürlich auch ein gewisses Sicherheitsmaßnahmenkonzept, das eingereicht werden muss. Und wenn eine Exkursion zum Beispiel gar nicht stattfinden kann, zum Beispiel gibt es manche Feldübungen, die normalerweise in Präsenz wären, dann wird ein sehr gutes Alternativprogramm auch angeboten. Also an dem scheitert es nicht. Genau, also sind wirklich alle Lehrende sehr bemüht, diese Pflichtfächer auch wirklich anbieten zu können und dass die Lerninhalte trotzdem gelehrt werden können. Ganz genau. Wir haben natürlich, also uns ist bewusst, dass natürlich praktische Übungen an der BOKU einfach einen, in allen Studiengängen eigentlich einen sehr wichtigen Teil ausmachen. Und wir haben auch schon bei den anderen Studiengängen gehört, dass natürlich jeder und jede versucht, so gut wie möglich eine Lösung zu finden, dass die Lehre trotzdem ihre Qualität behält. Wir haben eine sehr wichtige Frage im Chat, und zwar die geht an Sie, Herr Kunert. Wie heißt der süße Hund? Der Hund, das ist der Idefix. Der begleitet mich jetzt schon seit 12 Jahren und wird langsam ein bisschen alt, aber ab und zu kann man mich, denke ich, noch an der BOKU mit ihm sehen. Ich hoffe, man darf ihn dann auch streicheln. Das gefällt ihm auf jeden Fall. Herr Kunert, weil Sie gerade darüber reden, dass er Sie so viel begleitet hat und Sie selbst haben im Video erwähnt, dass Sie schon sehr weit gereist sind für Ihre Forschung. Wo sind Sie denn überhaupt schon hingereist und hat Ihr Hund Sie auch dorthin begleitet? Ja, das kann ich auch bestätigen. Also ich war für meine Forschung eigentlich auf fast allen Kontinenten, wo es eben Bäume gibt. In der Antarktis war ich auch nicht. Das ist, glaube ich, auch für den Förster weniger interessant. Aber der Hund war auch sehr oft mit dabei. Zum Beispiel war ich über 4 Jahre im Amazonas und habe dort aktiv Forschung betrieben, mitten im Regenwald. Und er war auch dort dabei. Davor war ich auch in Panama. Da gab es ihn dann noch nicht. Da war ich über ein paar Jahre. Also es ist sehr
bin da sehr weit rumgekommen und habe mir sehr viele Wälder eigentlich angeschaut. Und weil wir natürlich eben über das Thema Klimawandel und Waldsterben geredet haben, was wäre für Sie denn jetzt ein Beispiel für eine klimafitte Baumart, die hier wachsen könnte, und welche Arten werden denn vermutlich verschwinden aus unseren Wäldern? Okay, eine spezielle Art kann ich jetzt leider nicht direkt sagen. Also die Baumart sollte auf jeden Fall an Trockenstress angepasst sein. Sie sollte auch mit diesen zunehmenden Hitzeereignissen, also diesen Extremereignissen, zurechtkommen. Wir können es uns da natürlich nicht so einfach machen, dass wir sagen, okay, wenn es bei uns wärmer und trockener wird, dass wir jetzt nun einfach Bäume aus dem Mittelmeerraum bei uns anpflanzen. Das würde nicht so gut funktionieren, dass bei uns immer noch Spätfröste geben würde. Also trotz des wärmeren Klimas bleiben diese Spätfrostereignisse im Mai, und diese würden eben auch dann die Bäume aus zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum eben dann absterben lassen. Was man auf jeden Fall bei uns weniger sehen wird, das sind die wichtigsten Baumarten momentan für die Holzindustrie. Das sind Nadelbaumarten wie Fichte bzw. auch die Waldkiefer, die mittlerweile schon extreme Absterbeereignisse vorweisen. Und würden Sie sagen, es ist dabei nur die Trockenheit ein Problem oder spielen da auch andere Faktoren mit? Nein, also das ist regional ein bisschen unterschiedlich. Einmal ist es die Trockenheit. Durch den Klimawandel kann es zum Beispiel auch vorkommen, dass es regional auch mal ein bisschen mehr regnet. Also das passiert auch. Wichtig ist immer regional, wie das dort aussieht, eben wie sich die Regenereignisse verändern, beziehungsweise wie das dann auch in Kombination mit Hitze auftritt. Hitze ist auch etwas, was man immer häufiger sehen kann. Letztes Jahr zum Beispiel ist die Buche in Deutschland großflächig bereits abgestorben. Da war es sehr heiß, da war es teilweise bis 42 Grad warm. Das hat die dann nicht mehr verkraftet. Und natürlich Kombination Hitze und Trockenstress, dann können sich die Bäume eben nicht mehr abkühlen und sterben dann eben ab, beziehungsweise werden so stark gestresst, dass sie eben dann von Schädlingen sekundär befallen werden. Also der Borkenkäfer bei der Fichte, das ist so ein typischer Sekundärschädling. Die Fichte ist gestresst und wird dann eben von dem Borkenkäfer befallen. Also das sind mehrere Faktoren, die da meistens zusammenkommen. Passend, dass Sie gerade über Schädlinge reden. Wir haben nämlich eine Frage im Chat bekommen, und zwar... Mhm. Was glauben Sie, ist neben dem asiatischen Laubholzbockkäfer der hauptsächliche Grund für Buchensterben? Das ist noch sehr wenig erforscht. Ich habe da mal ein bisschen in der Literatur nachgesehen. Es hieß hier in den 80er, 90er Jahren, dass es sogar einen Virus geben würde, der eben die Buchenblätter angreift. Also das ist etwas relativ Neues, ist aber durch neuere Beobachtungen nicht bestätigt. Und eine weitere Frage, wie steht es um die Artenvielfalt in österreichischen Wäldern und warum profitieren Wälder von Biodiversität? Okay, das ist eine relativ komplexe Frage. Die Artenvielfalt, also die meisten 50% der Wälder in Österreich bestehen aus Fichtenmonokulturen. Da ist es nicht sehr weit her mit der Artenvielfalt. Wie wichtig die ist, wenn man das einfach mal sich anschaut, also diese Artenvielfalt nur bezogen auf Baumarten. Wenn man Mischkulturen hat, dann können die Bäume verschiedene Nischen besetzen in diesem Ökosystem und dann Nährstoffe, Wasser bzw. auch Licht besser ausnutzen, und dazu führt es meistens zu einem stärkeren Zuwachs in gemischten Beständen beziehungsweise auch einer höheren Resistenz gegenüber eben solchen Extremereignissen wie Trockenstress oder auch andere, mit Windwurf zum Beispiel, sind ja auch mal einiges
unanfälliger. Und zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Mhm. Bezogen auf Bachelor- und Masterarbeiten vielleicht, können Sie uns vielleicht ein bisschen erzählen, was könnten Studierende für Bachelor- und Masterarbeiten an Ihrem Institut schreiben? Und vielleicht auch, weil Sie ja selbst sehr viel im Ausland waren, könnte man dafür vielleicht auch selbst in die Tropen fahren? Ja, also ich habe regelmäßig Studierende, die dann eben ihre Masterarbeit in den Tropen machen, wenn die Interesse haben. Die können dann, so meistens begleite ich die dann schon am Anfang, die können dann selbstständig in sehr manchmal unzugänglichen Orten der Welt eben hier im Wald forschen und ihre Masterarbeit darüber schreiben oder auch Bachelorarbeit. Das ist kein Problem. Ja, danke schön. Alice, eine Frage an dich vielleicht mal zur Abwechslung und zwar auch aus dem Chat. Kann man das Praktikum auch in einem Betrieb absolvieren, welcher ausschließlich Baumfällungen durchführt? Vielleicht hast du auch allgemein eine Ahnung, in welchen Betrieben man Praktika so durchführen könnte. Ja, also das Wichtigste ist, dass es fachlich relevant ist. Im Zweifelsfall ist es besser, dass man dann nachfragt, also das ist beim Pflichtpraxisseminar, die Lehrenden, wenn es jetzt nur Baumfällungen sind, könnte es schon forstlich genug ist. Aber da ist immer am besten, im Zweifelsfall nachzufragen bei den Lehrenden, die das Pflichtseminar leiten. Also es sollte nicht sein, dass man halt im Praktikum jetzt zum Beispiel als Hilfskraft wieder ausgenutzt wird. Aber wenn man zum Beispiel dann auch verschiedene waldbauliche Maßnahmen mitmacht und das auch erlernt, würde ich jetzt aus studentischer Sicht schon sagen, dass es möglich wäre. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall immer nachfragen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Aussage, im Zweifelsfall immer nachfragen. Wir haben das ja eben Boko for You extra dafür bei Fragen und ansonsten natürlich die Studienprogrammbegleiter, Begleiterinnen. Und ich bin sicher, man wird an der Boko auf jeden Fall jemanden finden, der helfen kann. Danke auf jeden Fall für die Antwort, Alice. Ich würde sagen, wir beenden die Runde hier langsam. Herr Kunert, vielen Dank an Sie, dass Sie heute da waren und unsere Fragen beantwortet haben. Kein Problem. Und ich bin sicher, Sie hoffen, möglichst bald viele neue Studierenden an der BOKU im Studium Forstwirtschaft begrüßen zu dürfen. Genau, das hoffe ich und das sieht man sich dann in der einen oder anderen Vorlesung zumindest. Hoffentlich mit Hund. Dann einen schönen Nachmittag noch und auf Wiedersehen. Gleichfalls. So, dann Alice und Theresa auch an euch einmal. Tschüss fürs Kurze. Wir sehen uns ja dann eh gleich wieder. Von mir noch vielleicht ein Nachtrag bezogen auf die Frage vorhin wegen Umweltschutz, Botanik, Klimawandel. Für wer sich noch nicht ganz sicher ist, es gibt natürlich die anderen Studienrichtungen eben auch noch zum Nachschauen. Alles bleibt auf YouTube online und wird, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht online ist, nachträglich auf jeden Fall noch online gestellt. Schaut euch ruhig alle Studiengänge an und entscheidet dann, was für euch das Richtige ist. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier eine kurze Pause und kommen dann schon zu unserem letzten Beitrag heute aus dem Studium Forstwirtschaft und schauen uns an, was der Wald alles kann. Bis gleich.